Hi, ich bin die Niki. Ich freue mich, dass du auf meinem Kanal dabei bist zum Good Morning Flow. Ich bin hier in Italien und ich dachte mir, ich nutze die schöne Location, um für dich eine gute Aktivierung für den Bauch und den Rücken mitzugeben und natürlich auch für den Morgen einen guten Stretch. Falls du aber die Einheit natürlich mittags machen möchtest, weil es so ziemlich heiß ist in Stuttgart bzw. in Deutschland gerade oder auch wo du sonst so bist, in der Schweiz, Österreich oder wie auch immer, dann ist es natürlich auch super gut. Falls du irgendwelche Einschränkungen hast, dann bitte pass auf dich auf. Und jetzt würde ich sagen, lass uns starten. So, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Du brauchst nur eine Matte und du kannst gerne barfuß trainieren. Sehr, sehr gerne auch sockig, aber barfuß ist sogar noch ein bisschen besser. Streck dich erstmal ganz lang Richtung Himmel. Dieses Mal Richtung Himmel mal wieder. Auf meinem YouTube-Kanal sieht es auch so aus, als würde ich nur Urlaub machen. Aber wie du siehst, ich arbeite auch noch ein bisschen. Die letzten 4, 3, 2, Arme mal tief, Schultern mal hoch und tief. Einfach mal auf und ab. Streck dich nach oben mit den Schultern zu den Ohren. Komm auf und ab. Auf und ab. Die letzten 4, 3, 2. Die Schultern bleiben tief. Schieb dich rechts und links zur Seite. Einfach nur mal rechts und links. Ich habe mein Kabel noch gar nicht verstaut. Du bleibst dabei. Ich sehe gerade, wie es da runterhängt. Mach mal langsam. Komm mal langsam in die Mitte. Langsam tief in die Mitte zurück. Und zurück. Streck den Arm über Kopf, mach dich lang. Lang, rück. Lang, rück. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Schieb mal rechts und links die Knie hoch und tief. Langsam, langsam. Richtig schön hoch Richtung Brust. Hopp. Ihr müsst nicht im Tempo der Musik sein. Also du kannst auch sehr, sehr gerne langsamer trainieren. Oberkörper schön aufrecht. Und dann schieb das Knie richtig schön Richtung Brust. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Bleib mal oben mit dem Knie. Sprunggelenk kreisen. Die Schultern weit weg von den Ohren. Kreis mal in die andere Richtung. Richtig schön lang kreisen. Perfekt. Kreis mal aus der Hüfte raus. Kleine Kreise. Die Sonne kommt immer näher zur Kamera. Sie wandert. Gut, kreis mal in die andere Richtung. Wenn du möchtest, kannst du zwischendurch mal auftippen, wenn es dir zu wackelig wird. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Hol mal das andere Knie nach oben. Sprunggelenk kreisen, Brust raus, Schultern weit weg von den Ohren. Kreis, kreis, kreis. Mal in die andere Richtung. Und rotier nach außen. Los geht's. Raus, rück. Raus. Richtig schön zur Seite. Noch 4, wenn du möchtest. Bleib in der Luft. So musst du schon ausgleichen. Und rotier in die andere Richtung. Let's go. Hopp. Richtig schön aus der Hüfte raus. Auch hier probier in der Luft zu bleiben. Die letzten 4, 3, 2 und Achtung, streck dich nochmal, mach dich lang. Komm mal an den Anfang deiner Matte und mach dich hier einfach nur lang und groß. Die letzten 4, 3, 2, Achtung, nimm deine Arme zur Seite, Kinn Richtung Brust und roll dich mal ein. Schieb dich nach unten tief, hier Feder ganz leicht. Ganz sanft nach unten federn, Blick zwischen den Beinen. Achtung, beug deine Knie und komm langsam Stück für Stück nach oben. Streck dich nochmal, mach dich richtig lang. Zieh dich auseinander, nochmal rechts und links. Noch 4, 3, 2 und komm nochmal tief nach unten. Kinn Richtung Brust, roll dich nach unten und hier leicht federn. Blick zwischen den Beinen durch.
Achtung, beug mal deine Knie und mach dann mal einen schönen runden bzw. geraden Rücken. Hände auf die Oberschenkel und zwar rund und dann schon fast ins Hohlkreuz. Rund und Hohlkreuz und rund und Hohlkreuz. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, schöne gerade Rücken, die Schultern weit weg. Nimm mal die Hände tief und flieg mal nach oben. Schon jetzt haben wir den Rücken auf und tief, hoch und tief. Schau, dass dein Blick leicht nach vorne geht. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Lass dich nochmal nach unten fallen. Stretch nochmal die Rückseite. Blick zwischen den Beinen durch. Die letzten 4, 3, 2. Beug nochmal deine Knie. Hände nochmal auf die Oberschenkel. Mach nochmal den Rücken. Rund und Hohlkreuz. Rund und Hohlkreuz. Und versuch, deine Wirbelsäule komplett durchzubewegen, okay? Richtig schön auf und ab. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und nochmal schöne gerade Rücken, Schultern weit weg, Hände zur Seite. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Versuch deine Ellenbogen ganz leicht anzuwinkeln. Und die Knie leicht angewinkelt. Pass auf, dass du hier nicht rund bist, sondern dich richtig schön aufrichtest. Bleib mit den Armen mal hier oben. Schieb mal die Arme über Kopf. Lang, komm rück. Lang und rück. Hopp. 4, noch 3, noch 2 und Achtung, nochmal, komm tief, erhol dich, schließ deine Füße so, dass sie hüftschmal stehen, komm mit den Händen tief, beug die Knie und wander mal mit den Füßen nach hinten in eine Stützposition, halt mal hier die Spannung, drück dich raus aus den Schultern, halt die Spannung. Koaktivierung, Bauch ist fest. Drück mir die Zehenspitzen in den Boden rein. 4, 3, 2. Achtung, schieb mal dein Gesäß nach oben. Die Fersen tief. Brustbein Richtung Zehenspitzen. Und mal hier richtig schön reindehnen. Ja, wunderbar. Jetzt krieg ich Besuch hier im Pool. Komm nochmal nach vorne in die Liegestützposition. Halt die Spannung. Hol mal hier rechts und links dein Knie ran. Rechts und links. Halt die Spannung. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Nochmal in den abschauenden Hund. Die Fersen tief, Brustbein Richtung Zehenspitzen. Hier nochmal schön reinfedern. Die letzten 4, 3, 2 und komm nochmal nach vorne. Knie ran. Ran und weg. Ran und weg. Noch 4, 3, 2, letzter. Schieb dich nochmal nach oben. Falls es mal mit dem Handgelenk zu viel wird, kannst du dich auch mal hier auf den Ellenbogen stützen. Noch 4, 3, 2, letzte Runde. Wir machen nochmal. Komm nochmal vor. Rechts und links Knie ran. Halt die Spannung. 4, 3, 2 und der letzte. Und Knie ablegen. Mach dich mal rund. Arme lang, Fingerspitzen in den Boden rein. Nasenspitze Richtung Boden. Und dann roll dich mal langsam vor. In Bauchlage, Ellenbogen unter die Schulter. Mal Kinn Richtung Brust und den Kopf in den Nacken. Kinn Richtung Brust und Kopf in den Nacken. Tief nach unten und nach oben schauen. Die letzten 4,
Hi. Die letzten zwei. Und der letzte. Komm tief. Und dann richtig schön nach unten absinken. Ich weiß, du siehst mich jetzt nicht mehr. Gib mal deine Oberschenkel an, komm tief. Deine Stirn kann Richtung Brust bleiben. Und komm mal hier. Auf und ab. Po richtig schön festmachen, wieder tief kommen. Ab und tief. Die letzten. 4, 3, 2 und der letzte. Und bleib mal oben, Popo aktiv, die Arme lang, Schultern weit weg. Schieb mal den rechten Arm nach hinten. Komm wieder zurück. Linker Arm nach hinten. Und komm wieder zurück. Rechter Arm zurück. Und wieder vor, Schultern weit weg. Das, was wir stehen gemacht haben, brauchen wir jetzt liegen. Die letzten 4, 3, 2 und mal locker ablegen. Kurze Erholung, schieb dich nochmal zurück ins Kind. Arme lang, richtig schön lang, runde Rücken. So, komm nochmal zurück mit runden Rücken nach vorne, tauch ab. Arme und Beine weg vom Boden, halt die Spannung, Bauch ist fest, Schultern weit weg von den Ohren. Jetzt zieh den Ellenbogen ran nach hinten und komm wieder vor. Ran nach hinten und wieder vor. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Leg mal die Ellenbogen 90 Grad an der Seite ab, die Schultern weit weg von den Ohren. Beweg dich ganz kurz mit dem Popo rechts und links, ganz locker, Ellenbogen 90 Grad, rechtes Knie anwinkeln, schieb dich mal zur Seite mit der rechten Zehenspitze auf die linke Seite, komm wieder zurück, mach das ganz langsam, zur Seite und wieder zurück, muss jetzt nicht im Tempo der Musik sein, pass auf dich auf. Vor allem, wenn du irgendwie Probleme hast im unteren Rücken. Wieder zurück. Und komm nochmal zur Seite. Und rück. Andere Seite. Lang. Linkes Knie anwinkeln. Der Poolmann ist da. Mach den Pool sauber. Zur Seite. Und rück. Zur Seite. Jetzt hat es richtig schön knack gemacht. Pass auf, mach's langsam. Pass auf den Rücken auf. Letzte noch. Und komm wieder zurück. Dann schieb dich nochmal in die Kindsposition. Arme lang. Bauch Richtung Boden. Nasenspitze tief. Greife mit den Fingerspitzen richtig schön lang nach vorne. Gut, komm hier. Ab in den Vierfüßlerstand. Hände unter die Schulter. Zehenspitzen aufgestellt. Noch ein bisschen was vom Bauch. Heb die Knie an, komm tief. Anheben und tief. Auf und ab. Die letzten 2 Stück. Bleib hier, halt die Spannung. Versuch in der Luft zu bleiben und halt die Spannung. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und locker ablegen. Mach den Rücken nochmal rund. Katzenbuckel und Hängebauchschwein. Nochmal rund, Katzenbuckel und Hängebauchschwein. Die letzten 4, 3, 2 und komm nochmal in den Vierfüßlerstand. Wir werden ein bisschen schwerer. Halt die Spannung. Komm mal mit der rechten und mit der linken Zehenspitze nach oben. Rechts und links. Rechts und links. Ohne dass die Hüfte kippt. Hopp. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und die letzte und locker. Achtung, ablegen, Füße verschränken, komm nach hinten. Oh, nicht, dass ich Pool fahre. Nimm die Arme mal lang nach vorne. Uiuiui,
Arme nach hinten und mach dich rund klein. Brust raus und rund klein. Brust raus und rund. Richtig schön lang und rund. Öffne dich. Richtig schön öffne, Brust raus und wieder tief kommen. Öffne, Brust raus und wieder tief. Die letzten 4, 3, 2, einer noch. Bleib mal oben, halt die Spannung, Brust raus. So, komm mal tief, ganz langsam, tief nach unten. Ganz langsam. Roll dich langsam ab. Rückenlage, hol mal die Knie ran. Eine auf dem Rücken. Kleine Kreise in die eine Richtung. Kleine Kreise in die andere Richtung. Nimm deine Knie, 90 Grad, deine Arme kommen zur Seite. Und jetzt kipp mal deine Knie auf die Seite. Einmal rechts, über die Mitte, auf die linke Seite. Hier mobilisieren wir ein bisschen, aber kräftigen auch gleichzeitig. Probier im Oberkörper richtig schön flach zu bleiben. Komm tief. Tief, hoch, hoch, tief, tief. So, bleib mal in der Mitte. Nimm deine Hände gegen die Oberschenkel, drück mal dagegen. Hol deinen Kopf nach oben, Kinn auf die Brust. Falls du Nackenbeschwerden hast, leg dich ab. Drück dich richtig schön gegen die Oberschenkel, damit der Bauch richtig schön fest wird. So, Finale. Komm mit den Armen nach oben, Bein lang und wieder tief. Lang und wenn es zu viel wird, stützt dein Kopf, Schultern weg vom Boden. Finale, gell? Finale, Finale. Rechtes Bein und zurück. Und linkes Bein und zurück. Die letzten 2. Und der letzte. Lang. Komm zurück. Achtung, halt hier. Noch 8. Wenn du mehr kannst, 7. Beine lang. 6. Pass auf, dass die Lendenwirbelsäule nicht weggeht. 4. 3. 2. Und der letzte. Und locker ablegen. Gut. Streck dich hier lang. Mach dich lang. Du hast es geschafft. Fingerspitzen ganz weit weg. Atme tief ein und aus. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Jetzt lasse ich den Pupa hier noch ein bisschen arbeiten, weil der muss hier sauber machen, Pool richten. Und ich würde sagen, du machst natürlich am Ende der Woche beim Easy Step mit, beziehungsweise Easy Dance, Dance. Wir machen kein Step, sondern Dance. Und jetzt wünsche ich dir noch alles Gute und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Vergiss nicht zu sponsoren, beziehungsweise zu spenden. Du kannst gerne mich unterstützen über PayPal. Und mich würde es natürlich megamäßig freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt, wie gesagt, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.